Also sobald ich es loslasse, geht der ganze Strom hier weg. So, jetzt müsste es in Ordnung sein. Jawohl, perfekt. Das da hoch. Achso, linksrum kann ich nicht. Warte mal, da muss ich das da runter machen. Das nach links. Ich verstehe gerade nicht ganz, wie ich die hier. Okay, das da stimmt. Das da stimmt nicht. Das da stimmt auch. Dann das hier hin. Das stimmt aber auch nicht. Das da hier hoch. Nee, es passt auch nicht. Aber vielleicht. Warum kann ich das nicht nach rechts bewegen? Ich kann das nur nach oben bewegen. Das ist ein bisschen, keine Ahnung, verstehe ich nicht ganz. Das da hoch. Das da runter. Nee, das passt nicht. Okay. Nee, es passt nicht da oben. Dahin? Nein, da oben? Jawohl. Und das dann da unten, oder was? Jetzt kriege ich das da rechts aber nicht darüber. Das heißt, ich muss das dahin. Das kann ich nur rechts rum machen. Und das nur hoch. Boah! Ah, sowas hasse ich, ey. Sowas hasse ich. Das da runter. Das da hoch. Nee, das da auch darunter. Dann kann ich das da. Warum kann ich damit jetzt nicht hoch? Das verstehe ich nicht. Warum geht das jetzt nicht? So vielleicht? Jetzt komme ich aber mit dem anderen wieder nicht durch. Ey, das ist doch. Damit kann ich jetzt nicht links. Ich verstehe das nicht. Warum? Kapiere ich nicht. So vielleicht. Okay, es ist gerade wieder am Ruckeln. Damit kann ich jetzt wieder nur nach oben.
Aber vielleicht. Ne, warte mal, wenn ich damit jetzt hochgehe. Damit kann ich nur nach. Ey, ich check das nicht. Ich habe ja nichts gegen Rätsel, ja, aber das Rätsel. Also, Rätsel. Es ist einfach nur beschissen, ey. Das ist. Es ist. Ja. So, das da rüber und das da. Dahin und das da. Dahin. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo das jetzt hingehört. War das hier? Die beiden würde ich so gerne einfach tauschen, aber es funktioniert ja leider nicht. Damit kann ich auch nur nach oben, warum auch immer. Ey, das ist, ja, hat für mich keinen Sinn. So. Da hoch. Und damit kann ich jetzt wieder nur hoch und runter. Geht das irgendwie, dass ich das so ganz... Nee, das funktioniert nicht. Warte mal, so. Und dann so. So. Nee, warte mal, irgendwie habe ich gerade einen Denkfehler. So. Damit komme ich. Alter, ich, das ist doch beschissen, wirklich. Warte mal, das ist doch das, was jetzt da oben hingehört, oder? Jawohl. Und das da gehört da unten hin? Jawohl. Und das da gehört dahin? Das da dahin? Oh, ich hab's, Gott sei Dank, ey. Das war halt ein... Ach, ja, komm, lass uns nicht mehr darüber sprechen. Zack. Tagebuch der Ingenieurin, Tag 201. Ich glaube, es ist fertig. Endlich werde ich bei David sein. Ich werde in den Park zurückkehren, wo sie mich zurückgelassen hat. Sie? Meint wohl er. Sie wird mich geplant an ihn übergeben. Ich werde endlich in seiner Hand sein und mit mir wird er verstehen. Mit mir wird er verstehen. Aha. Ich werde sie wieder vereinigen. Sie sind hier. Ich höre sie unten herumwuseln. Sie werden niemals hier reinkommen. Ihnen fehlt der Verstand, um den Mechanismus zu durchschauen. Ich werde nicht aufgeben. Es geht nur nach oben. Ich werde zurückkehren. Ende. Okay.
Tagebucheintrag habe ich hier. Ich habe in einer Gasse hinter der Lucid Street einen großen Apparat entdeckt. Den Tagebuchseiten zufolge, die ich gefunden habe, handelt es sich um eine Art Fahrzeug in den Äther. Sein Erbauer wurde anscheinend weggebracht, aber ich weiß nicht, von wem und warum. Ich dachte, nur Bonku könnte solche Dinge bauen. Aber das ist nicht seine Handschrift, obwohl es wohl funktioniert hätte, wenn sein Erbauer es fertiggestellt hätte. Ich darf keine Zeit verlieren. Ich muss Weg finden. Ja. Okay. Zack. Was ist das da? Neues Erinnerungsstück. Für meinen geliebten David. Viel Glück mit dem neuen Job. Ich weiß, du liebst deine Daisy, aber ich liebe dich mehr. Aha. Ich habe schon wieder was übersehen. Verdammt. Tagebucheintrag. Da ist doch gar nichts Neues drin. Warum wurde da gerade neu angezeigt? Keine Ahnung. So, wo muss ich denn hin? Hier weiter hoch oder was? Oder war es das hier jetzt schon? War es das? Okay. Sieht mal so aus, als wäre hier nichts mehr. Hat sich jetzt aber nicht wirklich gelohnt hier, um das Rätsel da zu... Ja, egal. Dann müssen wir hier jetzt wieder hoch. Das heißt, ich muss hier die Energie wieder durchlassen. Zack. Ab nach oben und durch den Exit. So, da komme ich nicht durch. Ach, da ist eine Leiter. Noch eine Leiter. Und da ist das Theater. Alles klar. Gibt es hier noch irgendwas zu holen? Nee, scheint mal nicht so. Dann mal rein da. Ein neues Erinnerungsstück. Ah, okay. Verhaltensregeln, wenn Sie von einem Rebellen angesprochen werden. Kommen Sie zur Bürgerversammlung über die Zunahme der Rebellenaktivitäten. Wir beantworten alle Ihre Fragen. Was unternehmen Sie, wenn Sie von einem Rebellen angesprochen wurden? Wem melden Sie mögliche Rebellen? Woher wissen Sie, ob Freunde und Familie Rebellen sind? Unsere Straßen müssen wieder sicher werden. Also ich will ja jetzt nicht zu forscht sein, ja, aber das Plakat, das sieht aus wie, warte mal, auf dem Plakat ist eine Figur drauf, da rechts neben dran, rechts neben Bonku, hat das was zu bedeuten? Keine Ahnung. Ab nach oben. Alles klar. Da hat jemand Spaß an seinem Beruf. So, da komme ich nicht durch. Alles klar. Da ist eine Lampe kaputt gegangen. The Enforcer just walked into the studio. Yes, you heard right. This is not a test. Hello, madam. Welcome to the show. This is certainly a surprise of a very exquisite kind. We're all dying to know.
with the last segment under construction. Tell me, will the Ether Bridge be completed in the near future? Ja. Yes. Mighty good indeed. We all look forward to going home. Tell me, what is the first thing you are going to do once you're back in the Ether? Ich will den Ozean sehen, ich möchte einen Wald sehen. Ja, Ozean. Ozean klingt gut. I can't believe it. The Enforcer in her own words. And folks in right here on Realm Radio, like you'd ever tune in anywhere else. Just one. Der hat mich einfach unterbrochen, ey. I know you're busy, so I'll make it quick. I just have to ask the question that's on everyone's mind at the moment. What's it like to soar on those wings of yours? Ich fühle mich frei. Ich habe Macht. Ich fühle mich frei. I like the feeling of freedom. There you have it, folks. Freedom. I won't take any more of your time, madam. Wow, what a treat, huh, folks? The Enforcer in person. You're listening to Realm Radio here on RC 2020. Neuer Tagebucheintrag. Storn Hall, der Moderator vom Gefilde Radio, hat mich in seinem Studio zu einem spontanen Interview gezwungen. Er hat gefragt, worauf ich mich bei der Rückkehr in den Äther am meisten freue. Ich hatte zwar eine Antwort, aber wenn ich jetzt so darüber nachdenke, weiß ich es gar nicht. Es gibt so viel zu sehen, man kann so viele Erfahrungen machen, so viele Erinnerungen formen. Ich kann nicht warten, ich muss tiefer in das Theater vordringen. Die Rebellen müssten hier sein, aber bisher keine Spur von ihnen. Just tuned in. You're going to be sorry. Wo muss ich denn lang? Live in the studio with your Ach, hier, okay. And what do you think she had to say about the recent tightening of security in town? I like the feeling. You speak the truth, Madam Enforcer. You indeed speak the truth. Such tireless effort she puts in to Komm ich hier nicht weiter? Safe. Compassion deep in her eyes. Ach, hier I oben. Tell you that. Wasn't I right? You're sorry you missed it, aren't you? Okay. Nice. So, und ab hier rein. Ach, die Garderobe. Achso, sie stellt sich einfach nur dahinter. Ich habe gedacht, die probiert es jetzt an oder so. Ja, sieht sehr schön aus. Kann man anziehen eigentlich. Aha, eine Katzenuhr. Darunter geht's also zur Bar, wie es aussieht. Und da ist eine Leiter. Aber ich würde sagen, das war's fürs Erste mit der Aufnahmesession, ja. Ich gehe mir jetzt ordentlich was in den Magen hauen, ja. Damit meine ich was essen natürlich. Und wir hören uns in der nächsten Folge von Forgotten Anne. Ciao, ciao.